Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines 2 hier bei Heisenberg. Zack, so unser internationaler Flughafen. Er ist wahr geworden. Wir haben, obwohl wir den gekauft haben für die 4 Millionen, der hat ja nur 4 Millionen gekostet, das habt ihr auch noch in die Kommentare geschrieben, nicht 4,8, das war die Raumstation. Wir haben immer noch 6,5 Millionen, sehr schön. Gut, also, ja, irgendwie anschließen müssen wir das noch hier, die Straße, die fehlt noch. Dann natürlich die Gleise, eine U-Bahn-Station. Haben wir nicht, sehe ich das richtig? Ne, haben wir irgendwie nicht. Gut, ja, da müssen wir halt noch eine bauen. Jetzt machen wir zuerst mal den Straßenanschluss, würde ich sagen. Und da hinten im Eck, da habe ich allen Ernstes schon mal eine Dinge, oder ja schon mal, nochmal einen Stau gesehen. Was war jetzt das für eine Straße? Ich habe doch hier hinten das Ganze bereits gemacht. Aha, da ist es eine relativ breite. Okay, das ist eher eine Parkplatzzufahrt. Ich würde vielleicht sogar sagen so, oder nicht? Da rein. Nö, das geht irgendwie nicht. Kann das nicht irgendwie andocken? Oder muss ich da die Straße näher ranziehen? Moment, wenn ich so mache. Aha, dann ist okay. Gut, dann machen wir hier so eine Zufahrt. Zack, einmal Zufahrt. Ahoi. Vielleicht sogar noch mit einer Kurve. Die gönnen wir uns. Zack, so. Und dann ist das angeschlossen. Dann kann man dort lang. Dann kommt man hier auf den Parkplatz rauf. Das passt schon mal. Warum haben wir hier keine... Warum habe ich jetzt hier die Flugzeuge nicht mehr drauf? Ach so, Moment, da muss ich glaube ich sogar den hier und dann, ja, ja, dann haben wir es wieder. Dann sehen wir nämlich auch, ob wir eine U-Bahn-Station haben. Nein, ich möchte hier nicht irgendwie Sachen. Ach so, ich könnte natürlich noch schnell gucken. Moment, oder habe ich das schon gemacht? Ne, hier haben wir keine. Da fange ich gleich an, irgendwie komisch zu reden. Hier haben wir tatsächlich keine, ja, wie sagt man dem? Ja, zusätzliche Sachen, mehr Terminals oder so. Okay, dann eben nicht. Dann gehen wir wieder hier hin, gehen zum Flugzeug und machen mal. Ja, das war... Warum habe ich denn hier irgendwie so ein Teil an der Angel? Ach so, ich muss zu der Linie. Moment, das kriege ich hin. Güterzug kommt nachher. Erst kommt mal Passagier. So, jetzt habe ich nichts mehr hier an der Angel. Dann schauen wir mal, das war irgendwie eine ausgehende Beziehung. Sagt man dem so eine ausgehende? Ja, halt irgendwie so eine... Genau, so eine. Machen. Einmal zack, wieder hier hin. Und dann wäre das Route fertigstellen. Genau, dann haben wir die erste. Dann von hier düsen wir mal nach hier hinten. Irgendwo haben wir nochmal ein Flugzeug, hier oben. Wieder zurück. Ja, und dann haben wir sozusagen, dass der soweit funktioniert. Aber dann müssen wir ihn sozusagen noch in die Stadt integrieren. Was haben wir hier? Bus. Das müssten beides Bushaltestellen sein. Ja, okay, gut. Wir gucken uns das nachher an. Jetzt machen wir erstmal kurz den hier. Haben wir hier noch ein Flugzeug? Jawohl, hier oben. So, einmal runter. Da kommen wir natürlich vom anderen Flughafen schon hin. Apropos, wie weit ist das auseinander? Kommt, wir machen noch eine Verbindung. Das ist zwar ein Wahnsinn irgendwie, aber ja, etwas kommt. Genau, wir verbinden mal die beiden Flughäfen noch. Also irgendwie, klar, mit dem Flugzeug irgendwie hier lang. Ne, das geht nicht. Und die Terminals sind schon belegt. Aber kommt, dann belegen wir einfach eins nochmal zusätzlich. Das müsste ja auch gehen. Macht man natürlich in der Realität nicht. Also für die 3,50 Meter braucht man tatsächlich nicht unbedingt ein Flugzeug, wir machen das jetzt mal. So, was haben wir noch? In die Richtung wäre noch was. Jawohl, hier haben wir noch ein Flugzeug. Sehr gut. Einmal runter, damit wir hier richtig schön Betrieb kriegen. Dann gucken wir, ob wir noch mal was machen können. Haben wir irgendwo ein Flugzeug vergessen? Nee, da haben wir die Linie, das sieht man. Hier fehlt noch eine, glaube ich. Und sonst... Ja, sonst fliegen wir das halt doppelt an. Also dann kann ja sein, dass da so eine Nachfrage ist, dass das Sinn macht. Aber jetzt haben wir es dann, glaube ich. Ich weiß gar nicht, warum wir hier so viele Dinge haben. Weil wir haben nicht so viele ausgehende Beziehungen. Das haben wir eh schon gemacht. Hier unten vielleicht nochmal. Nee, das ist natürlich, das ist ja kein Flugzeug. Hier wäre noch eins. Komm, wir machen das nochmal. Wie gesagt, wenn das doppelt ist, das ist keine Sache. Gut, dann haben wir das gemacht. Da müssen wir dann bereits relativ schnell... Ja, guck mal hier. Da haben wir doch schon die ersten Flugzeuge. Ich würde gerne mal hier runter, ohne dass wir irgendwie den Flughafen markiert haben, optisch. Ja, sieht doch nett aus. Ist cool gemacht, tatsächlich. Gut, also jetzt vielleicht erst eine Buslinie hierhin. Wir schauen mal schnell, wo haben wir unsere Busse. Die haben wir hier. Straße. Jetzt würde ich gerne gucken, hier die Buslinien. Wo sind die? Wenn wir hier schauen. Ja, da sieht man sie so halt wieder nicht. Oder sieht man sie so? Ne, ich sehe sie so tatsächlich nicht. Ich hätte gerne alle Buslinien gesammelt. Da muss ich das, glaube ich, tatsächlich mit dem Teil hier machen.
Ja, dann sieht man es. Dann habe ich wieder irgendwas an der Angel. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte wissen, wo macht es Sinn, dass wir hindüsen. Also von wo aus starten wir mit der Buslinie zum Flughafen? Ich würde schon sagen, ja, irgendwo im Zentrum drin. Vielleicht irgendwie hier. Wo ist denn hier das Zentrum? Das ist natürlich auch die Frage. Eigentlich ist bald hier hinten das Zentrum. Aber eigentlich angefangen haben wir hier vorne. Ja, da oben haben wir wieder Stau. Okay, was haben wir hier? Da warten sie auf den Krankenwagen. Das hat man, glaube ich, in der letzten Folge noch, dass sie relativ, ja, schon wieder intensiv auf Krankenwagen gewartet wurde. Vielleicht hier mal noch eine Buslinie. Ich glaube, hier haben wir tatsächlich auch keine. Doch, hier geht irgendwas durch. Doch, hier ist eine, allerdings nicht. Ja, hier drin nicht. Das war vielleicht von hier aus. Wenn wir hier eine Bushaltestelle hätten. Das war da. Da haben wir halt auch ein bisschen Stau. Ja, aber die kommen hier über die Brücke. Die fahren da nicht rein. Macht das Sinn, hier eine Buslinie? Also hier eine Buslinie macht wahrscheinlich schon Sinn. Und die dann zum Bahnhof, zum Flughafen führen. Okay, das ist dann auch eine längere Geschichte nach hier oben. Die Eisenbahn haben wir dort natürlich auch noch. Werden wir auch noch anschließen. Ich würde hier mal tatsächlich noch eine Buslinie machen. Und dann, ja, dann gehen wir von hier aus zum Flughafen. Und gucken, dass wir zentral mit einer anderen Buslinie auch noch dahin gehen. Also, dann brauche ich nur hier Haltestellenhäuschen. Wir fangen mal hier an. So, man könnte sie auch ein bisschen versetzen. Ihr habt ein paar Mal geschrieben, das ist halt nicht ideal, weil dann, ja, geht denen relativ schnell der Platz aus. Ich bin mir, oder bin mich ja gewohnt von Transport 4 2 her, dass ich die parallel setze. Ich weiß auch nicht, macht irgendwie gefühlt Sinn. Weil hier haben wir eh schon viele Leute. Guck mal. Hier, das sind ganz viele. Also, machen wir hier Bus. Dann düsen wir hier lang. Machen hier. Ja, hier unten ist zwar nichts, aber hier. Dann machen wir hier die nächste Bushaltestelle. Düsen wir hier lang. Machen hier noch eine. Sind wir dann eh schon einmal rum. Hier unten sind die Taxis, da hinten ist das andere Teil. Im Prinzip, ja, jetzt ist halt die Frage. Kommt, wir machen hier einfach eine Buslinie und nehmen dann nachher, komme ich da überhaupt runter? Moment, nehmen dann nachher irgendwie nochmal einen anderen Haltepunkt, um zum Flughafen zu kommen. Ja, das geht dann hier lang. Ich möchte eigentlich hier unten durch, aber hier haben wir gar keine Verbindung, sehe ich das richtig? Da kommen wir mit unserer Buslinie gar nicht hin. Im Prinzip könnten wir das hier kappen und wir gehen hier lang. Wenn wir hier lang gehen, dann können wir nachher hier zurück. Ja, und wir kommen halt trotzdem nicht darunter. Sollen wir hier noch schnell eine Straße machen? Ich würde sagen, ja. Weil die kommen von dem Stadtteil irgendwie, die kommen da gar nicht hin. Ja, wobei doch hier vorne natürlich, dass sie da dann reingehen. Hier, in dem Bereich. Deswegen haben wir da auch so viele Leute. Hier nochmal eine Alternative schaffen. Hier stehen auch Leute, beziehungsweise Autos, wie man sieht. Ja, das ist halt einspurig. Das könnte man auch nochmal verbreitern. Irgendwie hier unten eine Straße raus, die dann irgendwie hier vorne reingeht. Dann hätten wir hier halt nochmal eine Zufahrt. Weil der Kreisel, der ist schon mal überlastet dezent. Mit Zufahrten. Wir machen mal. So, kann ich hier raus, bitteschön? Jawohl. Überlappend ist egal. Das geht dann hier mal runter. Und dann hier durch. Aha, man sieht, das geht nicht. Aus irgendeinem Grund ist wahrscheinlich... Ja, Hang zu steil. Hm, wie kriegen wir dich denn hier rüber? Wenn der Hang zu steil ist. Indem wir mal die Kurve anmachen. Und dann irgendwie biegen. Nee, das geht auch nicht. Da ist alles tatsächlich zu steil. So geht's. Nee, ist auch wieder zu steil. War da nicht? Doch, ich guck mal, hier ist die Meldung geht. Pause mal. Okay, dann düsen wir hier unten durch. Und dann düsen wir hier rein. Ohne Rücksicht auf irgendwelche Gebäude. Wir brauchen hier, zack, das hier. So, damit wir da auch mit dem Bus durch können. Jetzt könnte man bereits, ja, machen wir auch. Wir reißen ab, was kaputt ging. Dann bauen sie das nämlich nochmal. Tut mir immer ein bisschen im Herzen weh, aber sie bauen es ja eh gleich wieder. Also, dann hätten wir jetzt hier Haltestellen. Nochmal zurück, Bus. Und dann düsen wir mal hier lang. Hier unten. Okay, und halten hier nochmal. Kann ich da nicht? Überlappend. Hier geht's. Okay, hier eine Haltestelle und dann düsen wir wieder zurück nach da. Gut, wir machen die Linie. Ob wir dann genug Busse haben, das sehen wir. Sonst müssen wir halt nochmal ein Depot bauen irgendwo. Das machen wir doch gerne. Das hat natürlich jetzt indirekt mit dem Flughafen nichts zu tun, was ich hier mache. Ihr habt aber mehrfach geschrieben, dieses Quartier hier eben, dass die tatsächlich auch noch ein paar Busse gebrauchen könnten.
Achso, hier geht's lang. Moment, das ist gerade ein bisschen wild mit der Kamera. Funktioniert aber. Und dann hier wieder rein, Route fertigstellen. Dann den ganzen Spaß in die andere Richtung. Hier, dann hier rauf. Das könnte auch sein, dass wir hier 10.000 Leute haben. Wenn man sich die Häuser hier so ansieht, also irgendwie schreit das direkt danach, dass diese Buslinie hier sicher relativ gut angenommen wird. So, dann haben wir das. Also, da fahren die Busse jetzt. Und sonst hätten wir eine Meldung, dass Busse fehlen. Und jetzt hätte ich gerne von hier aus eine Direktverbindung zum Flughafen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und zwar, ja, da ist halt ein bisschen die Frage, von welcher Bushaltestelle aus. Zum Beispiel hier unten. Dass man hier hinfahren muss und dann kommt man auf den Bus, der zum Flughafen fährt. Ich mache mal den hier und gehe mal nach hier hinten. Haben wir da eine Verbindung oder müssen wir da noch erst was basteln? Ach, das ist Taxi, okay. Haben wir hier keine Busse? Echt jetzt? Guck mal. Doch hier, da sind sie doch. Das geht sogar. Hinzufügen. Okay, und das Ganze wieder zurück und dann werde ich mir da mal noch kurz angucken. Wo geht das durch? Route fertigstellen. Mach mal. Das ist dann eine andere Linie. Finde ich da raus, welche das ist. Dann könnte man nämlich die Farbe noch ändern. Hier, das müsste ja einer der neuen sein. Buslinie 24 Kilometer, das könnte sie sein. Machen wir hier mal ein knalliges Dunkelblau. Okay. Jetzt würde ich gerne die Linie sehen. Liniendetails. Mhm, da haben wir sie. Das geht nämlich hier lang. Was machen sie? Dann gehen sie hier lang. Ja, ist eine längere Strecke. Dann machen sie den hier. Dann gehen sie hier über die Brücke. Machen den hier, hier rauf. Ja, und im Idealfall kommen wir zum Flughafen. Genau, das passt. Gut, jetzt hätte ich aber gerne tatsächlich eben noch eine Buslinie. Irgendwo hier ins Zentrum. Nein, und ich hätte gerne, dass hier der Schnabel gehalten wird. Machen wir Musik hier. Music nonstop. 00. Sind die gerade offline, die Jungs? Komm, hier Musik. Hör ich irgendwie was? Moment. Ne, der redet doch schon wieder. Hier, jetzt kommt irgendein Gedöns. Kommt. Irgendwas macht Musik. Also, hier vom Flughafen. Ja, irgendwo ins Zentrum rein eben. Also nicht nach da hinten, da haben wir jetzt eh geguckt. Was haben wir hier denn alles? Nicht genügend Kunden, okay. Ja, dass wir noch hier runter gehen. Oder hier hin. Das wäre natürlich auch eine Option. Hier ist die Straßenbahn, glaube ich, noch unterwegs. Jetzt muss ich ja bei mir noch mal ein bisschen leiser stellen. Ja, da ist die Straßenbahn. Da sehen wir sie. Hier ist aber auch eine Buslinie tatsächlich. Okay, habt ihr hier irgendwo einen Haltepunkt? Dann würde ich von dort aus... Die haben schon irgendwo eine Haltestelle, oder nicht? Die müsste ich doch jetzt auch sehen. Hier, das sind ja überall Haltestellen. Wo ist denn hier die Haltestelle? Warum sehe ich denn die Linie jetzt wieder nicht vernünftig? Buslinie 8. So, jetzt sehe ich sie hier. Hier ist eine Haltestelle. Ganz klar zu erkennen. Buslinie 8. Ja, dann kann man mit dem Bus da runter. Und dann kommt man von hier zum Flughafen. Beziehungsweise wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Zack, einmal den. Zack, einmal Buslinie. Von hier aus neue Route erstellen, genau. Das machen wir wieder genau gleich. Wir düsen zum Flughafen rauf und schauen, ob wir hier hinkommen. Ich nehme es mal an. Jawohl. Sehr gut. Oh, und jetzt das Schwierige ist jetzt, das wieder finden. Oh Gott, wo war das jetzt? Wir könnten es natürlich auch so machen, dass man auf dem Rückweg woanders im Prinzip hält. Das hätte doch auch was. Nee, aber hier unten war es. Ja, da Route fertigstellen. Okay, gut. Passt. Dann haben wir das. Was wir auch noch haben, das sind Güterflugzeuge. Ich würde die auch mal noch schnell machen. Da müssen wir hier wahrscheinlich irgendwie noch... Weiß nicht, haben wir hier noch sowas wie ein LKW-Terminal? Hier hinten. Ich finde es ja komisch, dass wir hier nichts anschließen können. Also hier unten, dass hier nichts Zusätzliches ist. Internationaler Flughafen. Vielleicht kommt es, wenn wir die Gleise verbinden. Wobei das ist... Das ist schon ein Personenbahnhof. Also das ist definitiv ein Personenbahnhof. Wo haben wir denn Gleise? Gut versteckt. Hier haben wir Gleise. Und zwar für Güterzüge und Personenzüge, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Dann gehen wir da mal rein und gucken, dass wir eine Verbindung machen zum anderen Bahnhof da hinten. Ja, mal gucken, ob das geht. Da brauchen wir zuerst mal ein Gleis. Ich wollte zwar die Güterflugzeuge noch machen.
Komm, die machen zuerst die Güterflugzeuge. Ich glaube, das ist fast wichtiger. Hat noch hier beim Flugzeug. Genau, Güterroutenflugzeug. Nee, nicht hier, sondern... Wo haben wir denn die Frachtflugzeuge? Haben wir die überhaupt hier beim internationalen Flughafen? Das haben wir bereits gemacht dort. Hier, da haben wir die Frachtflugzeuge. Liegt eigentlich auf der Hand. Genau, weil hier sind ja solche Terminals. Also das macht tatsächlich Sinn. Also einmal hier raus. Jetzt brennt es wieder. Irgendwo brennt es immer. Route fertigstellen. Sehr gut. Bürger suchen Schutz in den Häusern. Was? Ein Hagelsturm. Okay, wo ist der? Kann ich mal zum Hagelsturm? Jetzt ist er weg. Moment, sehen wir den hier irgendwie? Rausgehen hier. Hagelsturm, wo denn? Ja, die Schutzräume fehlen natürlich noch. Das habt ihr auch geschrieben. Ich soll die Schutzräume mal noch freischalten. Das werde ich definitiv dann auch demnächst mal machen. Ich sehe hier keinen Hagelsturm. Wir sind hier beschäftigt mit unserem Flughafen. So, einmal den hier. Und dann von hier mal in die Richtung. Ne, wir gehen erstmal in die Richtung. Jetzt kommt die schon wieder. Machen wir dahin. Okay, und wieder zurück. Ja, ja, die suchen Schutz. Das können sie auch ohne, dass wir da zusehen eigentlich. Route fertigstellen. Dann nehmen wir mal die Seite, würde ich vorschlagen. Von hier geht es in die Richtung. Da oben. Oh, da haben wir dann aber schon Flugverkehr. Ordentlich. Ordentlichen Flugverkehr. So, einmal noch in die Richtung. Da ist nichts. Hier hinten sind die Alpen. Okay. Da sind wir, glaube ich, gerade hin. Wir gehen mal noch hier rauf. Wieder zurück und wieder hier runter und hier rein. Dann haben wir 4 Routen gemacht. Das passt. Dann würde ich gerne zum Thema Zug kommen. Zug? Sag mal. Ja, ja, immediate. Mach mal Musik. Ja, hier, das ist ein Klavier. Zweifelsfrei. Nein, nicht ein Bahnhof, sondern ein Gleis. So, hier irgendwie einen Bahnübergang machen. Ich denke, das ist okay. Wir hätten gerne noch eine Kurve. Irgendwie einfach hier lang. Dann irgendwie hier runter. Und dann irgendwie hier in die Gleise rein, in beide Richtungen. Genau, einmal so. Und dann hätten wir das Ganze gerne noch so. Mit einer Kurve. Ja, da haben wir bereits Weichen, wobei das geht. Geht das wirklich? Jawohl. Also die Verbindung müsste da sein. Jetzt können wir mal gucken. Macht da eine ausgehende Verbindung Sinn? Also, dass wir hier irgendwie noch rausfahren. Ich denke, irgendwie ja, dass wir von außen zu diesem Flughafen kommen. Ich denke, das ist nicht so verkehrt. Wenn wir hier mal Passagierzug machen. Hier das Teil hier nehmen. Und dann gehen wir mal zuerst irgendwie hier hin. Bus. Ne, was war's? Doch, ein Bus war's. Ne, Blödsinn, Zug war's. Kommen wir hier raus? Haben wir hier ein Gleis? Das ist eine Straße. Was darunter ist, erkenne ich gerade nicht. Auch eine Straße. Hier ist ein Gleis. Doch, das geht doch. Natürlich geht das. Macht das Sinn? Ja, eben. Da kommen halt Leute von außen und nutzen diesen Bahnhof ebenfalls. Route fertigstellen. Dann hätten wir gerne eine neue Route. Und jetzt gucke ich mal, ob er die zum Flughafen... Ja, das könnte man ja auch noch. Wobei, nee, die U-Bahn fehlt natürlich. Die U-Bahn werden wir dorthin ziehen. Ich hätte gerne hier den Bahnhof. Hier vorne ist er. Hab ihn. Wow, wie ich das jetzt gefunden habe. Funktioniert auch. Wegpunkt. Wieder zurück. Wieder hier runter. Und abschließen. Route fertigstellen. Sehr gut. Dann haben wir das auch. Jetzt ist natürlich auch hier die Frage. Haben wir genug Eisenbahn? Also genug Züge. Sonst müssen wir irgendwo ein Symbol haben und dann müssen wir da nochmal ein Depot machen. Aber guck mal, wie jetzt hier tatsächlich... Hier ist doch was los in Sachen Flugzeuge. Sieht man relativ deutlich, das ist ein Frachtflugzeug, der da hinten tanzt noch ein bisschen. Breakdance. Passt ja auch zur Musik sehr. Oh, hier ist noch mehr los. Hier sind noch mehr Flugzeuge. Da startet gerade eins. Sehr cool. Gut, also das ist optisch schon auch sehr nett gemacht, das Ganze. Jetzt fehlt natürlich noch die U-Bahn. Ich würde hier zumindest schon mal eine U-Bahn-Station setzen, denke ich. Sollen wir da eine oberirdische machen? Ich denke, ja. Straßenbahn, Zug, U-Bahn. Unterirdisch, nee, wir haben gesagt oberirdisch. Vielleicht sogar eine größere. Ein Depot. Kleine erhöhte U-Bahn-Station hat natürlich auch was. Erhöhte U-Bahn-Station. Wir machen die mal hier hin. Ja, da kommt man dann rein. Okay, das wird eigentlich bereits passen. An der Straße dran ist es. Rechnet es gerade noch. Na, lass mich mal hier. Nein, doch nicht ganz raus.
Ja, das ist ein schönes Teil. Die Fußgänger, ja, die haben da hinten einen Fußgängerstreifen, da können sie rüber und da können sie hier irgendwie hin, wo die Busse sind etc. Ja, ich bin mal gespannt, wie das genutzt wird. Das ist natürlich schon ein bisschen abseits, aber wir haben jetzt Buslinien etc. hierhin. Müsste also tatsächlich funktionieren. Und die U-Bahn, da müssen wir gucken, wo wir die Röhre haben. Ja, das müsste irgendwo da hinten sein wahrscheinlich. Dann werden wir das Ganze so machen, dass wir das dann entsprechend da anschließen. Ja gut, aber das machen wir morgen. Ich freue mich drauf, ich hoffe auch. U-Bahn-Bau ist ja doch immer relativ abenteuerlich. Mal gucken, ob wir es vielleicht unabenteuerlich hinkriegen morgen. Wir werden sehen. Ich danke euch fürs Zusehen und dann hoffe ich, ja, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss, bye bye.